Hi Leute, ich bin's wieder, euer Ranger Jones und willkommen zu einem neuen Video. Heute berichte ich mal von ganz woanders. Heute berichte ich mal von der schönen Ostsee. Ich mache hier eine Woche Urlaub und besuche hier einige Windparks. Ja, hier gibt es einige spannende Windparks, auch einige Prototypen hier in der Region. Also ich freue mich echt schon, hier ein bisschen zu erkunden und ja, ihr dürft euch auf viele coole Videos freuen. Der erste Windpark, den ich hier auf meiner Tour besuche, ist der Windpark Kirchmulzow. Kennen vielleicht einige von euch, gibt auch schon Videos davon auf YouTube. Allerdings sind in der Zwischenzeit noch mal ein paar Anlagen dazugekommen. Ja, der Park ist hier in der Nähe von Wismar, also relativ nah an der Ostsee. Das Spannende hier steht der Prototyp der Enercon E126 EP3, also die erste EP3-Anlage überhaupt. Wurde ja 2018 errichtet. Auch für mich die erste E126 EP3, die ich mal in Action sehe. Bisher habe ich immer nur die E138 gesehen, aber noch nie die E126. Da freue ich mich drauf. Ja, was noch cool ist, hier steht eine Enercon E141 auf super niedrigem Turm. 99 Meter Nabenhöhe. Das ist echt krass. So eine riesige Anlage auf so niedrigem Turm habe ich bisher auch nur auf 159 Meter Turm gesehen. Ja, aber ganz besonders freue ich mich über die vielen Eno-Anlagen, die hier rumstehen. Es sind auch einige Prototypen dabei. Ja, auch Premiere für mich. Ich habe noch nie eine Eno-Anlage live gesehen. Sieht man in Süddeutschland leider überhaupt nicht. Gibt es nur hier. Ja, Eno kommt auch hier aus der Region, aus Rerik, da ist der Hauptsitz, und in Rostock wird, glaube ich, produziert. Ja, hier stehen viele verschiedene Typen. Hier links haben wir zwei Eno 126, unterschiedliche Nabenhöhe. Die hintere 137 Meter, die vordere 117. Ja, dann steht hier noch eine Eno 82 mit 2 Megawatt. Das ist diese Anlage hier. Nochmal etwas anders vom Design her als die 126er. Ja, und die Anlage, die steht, ist der Prototyp der Eno 92, 2,2 Megawatt. Ja, und dann neu sind diese beiden Anlagen hier, auch Eno 126 mit relativ niedrigem Turm. Ich schätze mal 97 Meter, auch Eno 126, allerdings mit 4,8 Megawatt. Das ist auch krass. Die anderen beiden hier haben nur 3,5. Also die Eno 126 gibt es auch mit unterschiedlichen Leistungsstufen. Ja, echt geiler Windpark und ich freue mich jetzt echt, den aus der Nähe zu erkunden. So, ich stehe jetzt hier unter der E126 EP3, dem Prototyp der EP3-Baureihe. 2018 hier gebaut, 135 Meter Hybridturm, 3,5 Megawatt. Ist auch Premiere für mich, ich habe noch nie eine E126 EP3 gesehen. Immer nur die E138 EP3, die ziemlich oft im Schwarzwald gebaut wird. Ja, ich habe es schon mehrmals erwähnt, ich bin ein echter Fan von dem Design. Also auch gerade mit der größeren Narbe, Kugelnarbe, die bei der E2 von der E138 verbaut wird, finde ich jetzt nicht so schön. Da sieht man auch gut den Unterschied zur E138. Ja, zum einen der Rotordurchmesser, aber auch das Maschinenhaus der E126 ist angeblich ein bisschen länger und hat eben auch diese Einkerbungen am Maschinenhaus. Das hat die E138 nicht. Geile Anlage, ey. Könnten sie wegen mir ja, noch häufiger bauen. Hier drüben sieht man jetzt nochmal schön die beiden Eno-Anlagen. Eno 126, auch 3,5 Megawatt. Die vordere hat 137 Meter Nabenhöhe, die dahinter
117, schätze ich. Ja, ich freue mich echt, endlich mal eine Eno-Anlage zu sehen. Bisher auch noch nie gesehen. Auch eher ein kleinerer Hersteller und ja, schwierig, sich dagegen die Großen durchzusetzen. Aber hier oben sieht man sie häufig. Ja, hier drüben jetzt die zwei kleineren, die Eno 82 rechts und die 92er links. Da ist auch gerade der Service. Da drüben dann die beiden Eno 126, auch auf super niedrigem Turm. Da schätze ich mal 87 Meter. 87 oder 97, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, sieht auf jeden Fall auch ziemlich geil aus. Ja, und das absolute Monster steht hier drüben. Die Enercon E141 auf diesem Mini-Turm. 99 Meter. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Hab ich bisher auch immer nur auf dem 159er Turm gesehen. Und das hier ist echt krass. Das ist halt das Geile hier an der Küste, dass man die Anlagen auf so niedrigen Türmen bauen kann. Im Binnenland wäre das nicht rentabel. Geil, da stelle ich mich jetzt gleich mal drunter. So, jetzt stehe ich hier unter der E141 EP4. Und jetzt schaut euch bitte mal an, wie krass das ist, ey. Boah, Wahnsinn. Wie die riesigen Rotorblätter hier vorbeirauschen, ey. Oh, das ist der absolute Hammer, wie niedrig die runterkommen. Krasser Scheiß. So eine Riesenanlage auf so einem Mini-Turm. Oh, ist fast noch beeindruckender als der 159 Meter Turm. Wahnsinn, ey. Solche riesigen Rotorblätter, ey. Hammer. Und es geht auch echt gut Wind heute, also die Anlage gibt richtig Gas. Das ist echt verdammt beeindruckend, wie die Rotorblätter hier vorbeirauschen. Hammer. Ja, bei den niedrigen Türmen ist der Kühler hier so ein bisschen weiter oben. Boah, das ist krass, ey. Wahnsinn. Ja, ich bin echt aus dem Häuschen. Das sieht man echt selten. Ja, hier hinten sieht man jetzt nochmal schön die E126 und die beiden Enos. So, ich stehe jetzt hier nochmal kurz bei der Eno 92, wo der Service gerade da ist. Die sieht vom Design her ein bisschen anders aus als die 126er. Die Eno 82, 92, Eno 100 gibt es auch noch. Da sieht das Maschinenhaus ein bisschen anders aus. Die haben alle so einen Kragen. Finde ich persönlich nicht so hübsch. Mir gefällt das Design von den 126ern besser. Narbe ist auch ein bisschen anders. Aber trotzdem coole Anlage. Hier sind jetzt mal schön die beiden 126er. Das ist auch echt ein wunderschönes Bild, ey. Richtig nice. Richtig cool. Ja, da werde ich jetzt mal hinfahren und mich mal drunter stellen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Eno 126 mit 87 Meter Nabenhöhe. Das sieht auch nochmal krass aus mit dem niedrigen Turm. Echt geil. Echt auch Bombe Wetter heute, richtig toller blauer Himmel, aber auch echt windig.
Ja, ich habe es ja gesagt schon, das Design gefällt mir ziemlich gut von der Eno. Nicht mal was ganz Neues, das kennt man halt, ja, für mich ganz neu, kenne ich noch gar nicht. Cool, das mit diesen drei Segmenten. Markierung. Echt cool aus. Ja, die andere Anlage dreht sich auch wieder. Der Service ist jetzt mittlerweile wieder weg. Echt schick, die Enos. Würde ich mich echt über mehr in Süddeutschland freuen. Echt richtig coole Anlagen. So, jetzt stehe ich nochmal direkt unterhalb von der Eno. 126 029. Und hier sind die Rotorblätter echt nochmal zum Greifen nah. Richtig geil. Ja, von hier hat man auch nochmal einen schönen Überblick. Hier hinten die E141, EP4. Das war ein toller Blick auf den benachbarten Windpark. Carina Land. Das ist die E126, EP3. Dann 126er Enos. Ja, hier bei der 92er ist immer noch der Service. Ja, die 82er und die 92er, die haben beide, sieht das Maschinenhaus ein bisschen anders aus. Die haben beide wie so ein, ja, wie so ein Kragen. Finde ich bei den 126ern ein bisschen schöner. Ja, dann war es das hier aus dem Windpark Kirchmulzow. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Im Anschluss folgt wie immer ein kleines Drohnenvideo. Schreibt gerne wieder fleißig Kommentare. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ja, könnt ihr mal schreiben, wie ihr die Eno findet. Ich finde sie ziemlich geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und bis bald.